Hier ist das tägliche Nachrichtenmagazin bei ERZ-TV. Herzlich willkommen am Mittwoch zu unter anderem diesen Themen. Masken gegen Aerosole. Graffiti vor der Dürer-Schule in Aue. Sorgen ums Abwasser. Keine Fördermittel für Kanalbau in Annaberg. Und Bretter zum Abheben. Ladies fliegen von Pöbachschanze. Glück auf! Mit der neuen Corona-Schutzverordnung ab Ende August werde es einen regelrechten Paradigmenwechsel geben. Das zumindest hat Staatsministerin Petra Köpping angekündigt. Was genau drinstehen wird, ist noch nicht vollständig bekannt. Der Entwurf werde gerade noch diskutiert, sagte Köpping. Klar ist jedoch, auch Sachsen wird sich von der 7-Tages-Inzidenz als Indikator mehr und mehr trennen. Grundsätzlich sollen alle Angebote und Geschäfte inzidenzunabhängig öffnen dürfen, allerdings weiterhin unter den bekannten Schutzvorkehrungen. Ab einer gewissen Entwicklung des Infektionsgeschehens werde es aber auch Einschränkungen geben können. Das Sozialministerium verweist hier auf den Bettenindikator, den es bereits seit März 2021 im Freistaat gibt. Nächsten Dienstag soll die Verordnung beschlossen werden und ab 26. August gelten. Und nun die weiteren Nachrichten von vor Ihrer Haustür. Die Stadt Stolberg kauft das Büro- und Geschäftshaus mit der Adresse Rathausstraße 1 zurück. Es wird bereits von der Stadtverwaltung als Haus 2 genutzt. 2001 wurde es an die Gesellschaft für Wohnungsbau MbH verkauft. Seither zahlt die Verwaltung für die Nutzung entsprechend Miete. Der Rückkauf soll deutlich günstiger sein, als noch jahrelang Miete zu zahlen, heißt es aus dem Rathaus. Gut 840.000 Euro soll der Kaufpreis für das Gebäude betragen. Vorher werde es aber noch für rund 550.000 Euro saniert. Das soll noch in diesem Jahr geschehen. Der Stadtrat der großen Kreisstadt hat beschlossen, der städtischen Tochtergesellschaft ein Darlehen zu geben. Damit könne das Projekt beschleunigt werden. Das Fleischergeschäft bleibt im Haus. Nachdem in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche Schienenstrecken stillgelegt worden sind, stehen die 2020er Jahre ganz im Zeichen des Verkehrsträgers Schiene. Es ist das gemeinsame Ziel aller Koalitionsparteien, 80% der sächsischen Bürgerinnen und Bürger an das Netz des ÖPNV anzubinden und einen positiven Beitrag zur Umwelt- und Klimaverbesserung zu leisten. Hierfür bedarf es einerseits attraktiver Angebote in der Fläche, wie beispielsweise die Plus- und Taktbuslinien, deren Umsetzung der Freistaat unterstützt. Andererseits aber besonders auch den Schienenpersonennahverkehr, kurz SPNV, der alle Regionen Sachsens miteinander verknüpfen soll und damit schnelle Verbindungen im ganzen Freistaat ermöglicht, so Sachsens Verkehrsminister Martin Dulich. Auf Grundlage eines erstellten Basisgutachtens konnte nun eine Erstbewertung von 22 potenziell zu aktivierenden sächsischen Eisenbahnstrecken vorgenommen werden. Es sollen zunächst vielversprechende Schienenstrecken auf ihre Reaktivierung hin untersucht werden. Dazu gehört auch die Strecke Marienberg-Pockau-Lengefeld im Erzgebirgskreis. Die Untersuchungen werden nun mittels weiterer Potenzialanalysen, Infrastrukturkonzeptionen und Planungen vertieft, um unter anderem die Voraussetzungen für in Frage kommende Förderungen des Bundes zu schaffen. Man kann eigentlich schon erkennen, was es sein soll. Bunter als das bisher rege Einheitsgrau ist es schon mal. Das Trafohäuschen vor der Auer Grundschule Albrecht Dürer trägt jetzt ein Graffito. Keine Schmiererei, keine Sachbeschädigung, sondern ein Kunstprojekt und von langer Hand vorbereitet. Jana Kaube, die pädagogische Leiterin des Bürgerhauses Aue und zuständig für den Jugendfonds der großen Kreisstadt, freut sich, dass das Projekt endlich verwirklicht wird.
Genau, der Stromkasten ist uns schon länger, sage ich mal, ein Dorn im Auge, weil er halt immer beschmiert wird. Und da hatte ich halt mit dem Herrn Triwitzer, dem Chef vom Hort, gesprochen, ob wir mit den gemeinsam schön gestalten wollen. Und da haben halt die Kinder sich Gedanken gemacht. Und jetzt hat es ein Jahr gedauert durch Corona und jetzt haben wir heute endlich die Chance, den Stromkasten, sage ich mal, schön zu gestalten. Gefördert wird dieses Projekt über das Bundesprogramm Demokratie leben. Und das Projekt heißt Starke Jugend grenzenlos. Das ist das Jugendbeteiligungsprojekt der Kommunen Aue-Bad Schlemer. Und die Weltentdecker aus dem Hort waren fleißig bei der Sache. Ein Profi hat sie dabei begleitet. Graffiti-Künstler Benjamin Knoblauch aus Niederwürschnitz sprähte vor, was die Kinder wiederum ausmalen sollten. Mit etwas Hilfe ist daraus ein ansehnliches Werk entstanden. Ja, mit der Frau Kaube, wir haben schon mehrere Graffiti-Projekte zusammen durchgeführt. Unter anderem haben wir einen Jugendkeller gestaltet und wie hieß die Straße? Ja. Und die Querstraße haben wir auch zusammen gestaltet. Durch die weichen Farben haben die Kinder das Projekt gut umsetzen können. Benjamin Knoblauch legt nochmal Hand an die Details, dann ist das Kunstwerk fertig. Und Jana Kauber hat noch mehr vor. Innerhalb des Jugendbeteiligungsprojektes machen wir jetzt im September ein Diskussionsforum mit den Bundestagskandidaten. Dann machen wir regelmäßig Stammtische und dann wird in Schlemer noch ein Geräteschuppen aufgebaut auf der Skaterbahn. Das haben sich die Jugendlichen gewünscht. Und hier in Aue auf der Skaterbahn haben wir auch zwei Teile, sage ich mal, noch beantragt. Die werden jetzt auch im September noch aufgebaut. Bis dahin werden die Farben am Stromhäuschen vor der Albrecht-Dürer-Grundschule auch trocken sein und die Ansicht verschönern. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus hat weitere öffentliche Impfaktionen zum Schutz vor dem Coronavirus und schweren Covid-19-Verläufen wie in Aue-Bad Schlemer vorgeschlagen. Solche Aktionen helfen, die Schwellen für das Impfen niedrig zu legen, sagte Kraus. Weite Wege seien für einige ein Grund gewesen, sich noch nicht impfen zu lassen. Öffentliche Impfaktionen führten auch zu einer breiten Diskussion. Das Impfen im Gespräch zu halten, Menschen anzustupsen, die noch nicht geimpft sind, allein das ist schon ein Verdienst, so der CDU-Politiker. Auch die Hausärzte spielten eine enorm wichtige Rolle. Durch das hohe Vertrauensverhältnis zu ihren Patienten seien sie wichtige Brückenbauer für das Impfen. Wer Fragen zum Impfen hat, solle sich an die Ärzte wenden, so Kraus. Weniger sinnvoll sei es, sich bei unseriösen Quellen im Internet zu informieren. Kraus bedauert die Impfzurückhaltung einiger jüngerer und mittelaltriger Menschen. Die älteren Erzgebirger haben sich größtenteils impfen lassen, sagte Kraus. Verschwörungstheorien seien in der Region aber leider weiter verbreitet als in anderen Landesteilen. Gerade im Erzgebirge sollte aber die Sensibilität für das Virus höher sein. Wir hatten bei uns im Landkreis mehr als doppelt so viele Corona-Tote als im Bundesdurchschnitt, erklärte der Gesundheitspolitiker. Während im Erzgebirgskreis 270 Todesfälle auf 100.000 Einwohner gekommen seien, waren es bundesweit nur 110. Bislang starben 907 Erzgebirger an Covid-19. Die 7-Tages-Inzidenz stieg derweil auf 7,2 laborbestätigte Fälle je 100.000 Einwohner. Der Heimatverein in Jahnsdorf, der auch die örtliche Bibliothek betreibt, hat einen Bücherschrank aufgestellt. Vor allem für ältere Menschen im oberen Ortsteil soll dieser eine leichter zu erreichende Alternative zur Bücherei darstellen. Durch öffentliche Bücherschränke können verschiedene Werke ganz unkompliziert ausgetauscht werden. Wer sich für ein Buch daraus interessiert, kann es einfach mitnehmen und dafür ein anderes hineinlegen. So müssen alte Bücher nicht einfach weggeschmissen werden, denn vielleicht freut sich noch ein anderer darüber. Der Bücherschrank steht auf dem Parkplatz des Nahkauf in Jahnsdorf. Nach dem Aufstellen wurde er mit 20 Büchern aus den Beständen der Bücherei aufgefüllt. Die Verantwortliche, Christa Götz, freute sich, dass die entnommenen Bücher vorbildlich von den Kunden durch andere Werke ersetzt wurden. Manfred Kinas, Vorsitzender des Heimatvereins, verriet, wir möchten mit dem Bücherschrank auch erreichen, dass wieder mehr Anwohner in die Bücherei gehen. Wenn die Nachfrage weiterhin hoch bleibe, dann wäre der Heimatverein bereit, einen weiteren Bücherschrank aufzustellen. Dass die Zivilcourage und Hilfsbereitschaft der Menschen immer mehr schwindet, wird sehr oft beklagt. Umso schöner ist die nun folgende Geschichte.
Eine außergewöhnliche, aber rührende Bitte hat die Pressestelle in Auerbad Schlema erreicht. Manfred Noack, ein älterer Herr aus Bremen, hatte am 7. Juli in Bremen einen leichten Unfall. Beim Aussteigen aus dem Bus war er unglücklicherweise in der sich schließenden Tür eingeklemmt worden und daraufhin gestürzt. Zwei Mitfahrer kümmerten sich daraufhin rührend um den Verunfallten. In seinem Schockzustand hatte der Rentner allerdings nicht daran gedacht, sich die Kontaktdaten der beiden Helfer geben zu lassen. Nun ist Manfred Noack auf der Suche nach ihnen, um sich nochmal zu bedanken. Er sagt, es waren ein Mann und eine Frau, die sagten, dass sie aus Aue kämen. Nun hofft der Rentner, dass sich die beiden melden. Die Kontaktdaten von Manfred Noack liegen der Pressestelle vor. Die beiden freundlichen Helfer können sich per Mail oder Telefon melden, um den Kontakt herzustellen. Am Parkplatz des Erzgebirgsklinikums Annaberg. Durch diese Rohre soll einmal Abwasser fließen. Mit Vortriebstechnik werden sie unter anderem unter der Bundesstraße 95 verlegt, kreuzen die Fahrbahn in Höhe der Krankenhauseinfahrt. Die Verlegung ist mittlerweile Geschichte, doch ein Aufatmen gibt es beim Abwasserzweckverband Oberes Zschopautal noch lange nicht. Das Projekt steht auf wackeligen Beinen. Von heute auf morgen hat der Freistaat die Förderung für das 2 Millionen Euro teure Projekt gekippt. Für die Sanierung von Abwasserkanälen, die vor 1993 gebaut wurden, gibt es kein Geld mehr. Aber 50% der Baukosten sollten über genau diese Art der Fördermittel bezahlt werden. Mit dem neuen Doppelhaushalt 2021-22 und den gestrichenen Mitteln lässt der Freistaat alle Abwasserverbände buchstäblich in der eigenen Jauche zugrunde gehen. Jetzt wird gerechnet, wie das Vorhaben doch noch abgeschlossen werden kann. Eine Variante wäre, bereits fest anvisierte Bauvorhaben für Jahre auf Eis zu legen. Denn sonst müssten die Abwassergebühren enorm angehoben werden. Ein schlechtes Omen für die Einwohner. Und dabei reden wir noch nicht einmal vom teils desolaten Zustand anderer, noch älterer Abwasserleitungen. Und nun ein Ferientipp für die Großen. Der Bildungsverein Agenta Alternativ e.V. aus Schwarzenberg lädt zum 8. Stains in the Sun Festival am 21. August an das Oberbecken Markersbach ein. Aufgrund der aktuellen Pandemie findet das Festival in diesem Jahr nur an einem Tag statt. Es werden aber dennoch neben einem musikalischen Rahmenprogramm mehrere Vorträge und Kreativmöglichkeiten angeboten. Nicht nur aufgrund der anstehenden Bundestagswahl sehen wir die Durchführung des Festivals in diesem Jahr als ein wichtiges Zeichen an. Im Zuge der Pandemie haben Verschwörungsideologien und rechtes Gedankengut besonders im Erzgebirge noch stärker Fuß fassen können. Viele Menschen sind damit aber nicht einverstanden. Ihnen fehlen jedoch Angebote zum Vernetzen, Diskutieren und für Spaß in diskriminierungsfreier Umgebung. Mit dem Stains in the Sun möchten wir diese Lücke auch 2021 wieder füllen, erklärt Erik Heffenträger, Pressesprecher des Vereins, die Motivation hinter dem Event. Besonderes Highlight ist in diesem Jahr der Auftritt der deutschen Skate-Punk-Band ZSK. Mit ihrem aktuellen Album Das Ende der Welt stieg sie auf Platz 3 der deutschen Albumcharts ein. Außerdem landeten sie einen Überraschungserfolg mit dem Lied Ich hab Besseres zu tun, das sie dem deutschen Virologen Christian Drosten widmen. Trotz der nach wie vor niedrigen Inzidenzwerte im Erzgebirge werden nur Menschen Einlass zur Veranstaltung bekommen, die geimpft, genesen oder tagesaktuell negativ getestet sind. Der Veranstalter bittet darum, den Test möglichst vorher durchzuführen, um die Testkapazitäten vor Ort nicht zu überlasten. Weiterhin wird über die Corona-Warn-App oder schriftlich eine Kontaktnachverfolgung stattfinden. Sprüche aus aller Welt. Dem Ersten gebührt der Ruhm, wenn auch die Nachfolger es besser gemacht haben.
aus Arabien. Wenn du einen Bären zum Freund hast, halte die Axt bereit. Aus Kanada. Eine Axt brauchen Sie aktuell sicherlich nicht. Holzhacken braucht man nicht, Bäume umlegen darf man nicht. Es sei denn, der Borkenkäfer macht uns wieder das Leben schwer. Aber von dem hat man in diesem Jahr recht wenig gehört. Das kommt auch daher, dass der Schädling in diesem Jahr weit zurückgedrängt werden konnte. Das allerdings liegt am regnerischen Sommer, denn eines mag der Borkenkäfer überhaupt nicht. Und das ist zu viel Nässe. Da konnten die Waldbesitzer also gleich doppelt aufatmen in diesem Jahr. In den Skiern finden wir die Käfer sicherlich auch nicht mehr. Die sind mittlerweile aus anderen Materialien gefertigt und haben keine Borke. Zur Schau gestellt wieder beim jüngsten Ladies Alpencup in Pöhla. Am 12. August gab es viel Trubel an der Pöhlbach-Schanze. Rund 600 Menschen haben im Zuschauerrund den Sportlerinnen des diesjährigen FIS Ladies Alpencup zugejubelt. Insgesamt 44 Skispringerinnen aus 8 Nationen, unter anderem aus Frankreich und Lettland, traten gegeneinander an. Darunter auch die Thüringerin Anna Fey-Scharfenberg, die für den SC Motor Zellamelis springt. Die 15-Jährige unterlag mit nur 2 Punkten der Schweizerin Emily Torassa, die mit 61,0 und 62,5 Metern den Tagessieg einfuhr. Die Tagesbestweite entsprang der Französin Lilou Tsepchi mit 63 Metern, die in der Gesamttageswertung den 3. Platz belegte. Besonders begeistert waren die Teilnehmenden von der Zuschauermenge, die nach der pandemiebedingten Pause spürbar fröhlich darüber waren, dass ein solches Event wieder stattfinden kann. Das merkte man vor allem an der Atmosphäre und den Jubel- und Anfeuerungsrufen aus dem Publikum. Bei der letzten Station in Bischofsgrün konnte sich dann doch Anna Fey-Scharfenberg durchsetzen und sich mit 270 Punkten den Gesamtsieg holen. Emily Torassa aus der Schweiz holte sich mit 261 den 2. Platz und auf den 3. Platz sprang Martina Zanitzer aus Italien mit 189 Punkten. Und auch wir sagen herzlichen Glückwunsch. Wenn aber schon die Bretter zum Abheben nicht mehr aus Holz sind, dann müssen doch wenigstens die Puppen irgendwas Hölzernes haben. Naja, zumindest einige alte, historische Exemplare sind noch aus dem Naturstoff hergestellt worden. Wer Puppen liebt, der kommt aktuell an einer Ausstellung in Annaberg-Buchholz nicht vorbei. Auch ein Urlaubs- und Freizeittipp. Die Manufaktur der Träume in Annaberg-Buchholz präsentiert eine exquisite Sonderausstellung. Im Mittelpunkt der Schau aus den Niederlanden steht Juliana von Oranien-Nassau als Prinzessin und später als Königin und ihre ganz besondere Leidenschaft für Puppen. Im Laufe ihres königlichen Lebens konnte sie solche oft als Geschenk in Empfang nehmen. Mit Hilfe begleitender Medien ist ein Besuch der Sonderausstellung gleichzeitig auch eine Reise entlang der historischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts. Der Besucher erfährt dabei mehr über die Biografie der Königin Juliana und über viele kleinere persönliche Geschehnisse in deren Leben. Es wird erzählt, wie sie als Monarchin und als Mensch dieses bewegte Jahrhundert erlebte.
die einzigartigen Exponate in dieser Ausstellung stammen zum großen Teil aus den königlichen Sammlungen in Den Haag. In Annaberg-Buchholz werden sie zum ersten Mal außerhalb der Niederlande gezeigt. Die Puppen werden illustriert von Objekten, welche einen besonderen Bezug zu Ereignissen aus Julianas Leben haben. Im Fokus stehen ihre Geburtstage, ihre Verlobung und Hochzeit sowie ihre Thronbesteigung. An mehr als 25 Stellen in der Ausstellung werden dem Besucher hierzu multimediale Informationen, darunter Fotos, Filme und Beschreibungen angeboten. Und mit diesem Ausstellungstipp endet unser tägliches Nachrichtenmagazin für heute. Morgen ist ein neuer Nachrichtentag, dann berichten wir voraussichtlich unter anderem über eine Kinderspielstadt und schauen nochmal vorsichtig auf neue Verkehrsbehinderungen. Bis dahin alles Gute und Glück auf. Bis morgen. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus.